Am 24. Juni traf sich die IHK Halle Dessau im Wasserzentrum in Bitterfeld-Wolfen zu ihrer Vollversammlung. Dieser gehören 73 Unternehmer aus dem Süden Sachsen-Anhalts an. Sie vertreten ehrenamtlich die Interessen der ca. 54.000 Mitgliedsunternehmen. Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Bericht der Präsidentin der IHK Halle Dessau, Carola Schaar. Ein wichtiger Punkt war hierbei unter anderem die Koalitionsvereinbarung der Landesregierung. Einerseits hat die Landtagswahl zwar zumindest parteipolitisch Stabilität gebracht, jedoch gäbe es auch Kritikpunkte. So mahnte Schaar zum Beispiel an, dass die Sozialpolitik nicht zu stark in die Wirtschaftspolitik hineinregieren dürfe. Die Wasserstraßenproblematik war ein weiterer Punkt, welcher von der Vollversammlung besprochen wurde. Wir sind der Meinung, dass man diese Wasserstraßen nicht vernachlässigen darf, denn es hängt eine ganze Menge für unsere Unternehmen davon ab. Also es kann nicht als so Plätscherleinflüsschen dargestellt werden, denn wir brauchen diese Wasserstraßen, um bestimmte Dinge zu transportieren. Und eine Reihe von Unternehmen sind auf diese Transportwege auch angewiesen, zum Beispiel der Kranbau Köthen. Wie sollen die ihre großen Krane über die Landstraße transportieren? Und es ist natürlich auch enorm wichtig, dass unsere Wasserstraßen gebaut werden. Alleine der Hafen in Aachen ist natürlich ein wirtschaftliches Fund, die in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sich auch sehr gut entwickelt haben. Und es wäre schon dramatisch für diese Firmen, wenn der Beschluss so gefasst wird, dass unsere Saale beispielsweise, unsere Elbe, nicht diese Bedeutung bekommt wie andere Flüsse. Mit einem Positionspapier will sich die IHK als Vertreter der Wirtschaft dagegen zur Wehr setzen, um zu verhindern, dass Unternehmen den Standort wechseln und die Region verlassen. Auch die Ansiedlung des Factory Outlet Centers in Sandersdorf-Brehna war ein Thema der Vollversammlung. Es ist ja noch wieder mal im Gespräch, ist noch nicht ganz vom Tisch. Aber ich denke, für unsere Region wäre es sicherlich nicht schädlich, wenn wir in Brehna, Sandersdorf-Brehna, in dieser Stadt so ein Factory Outlet Center hätten. Auch hier würden die Leute einkaufen gehen. Und die Stadthalle hat ja nun ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, nee, also eigentlich sind wir gar nicht mehr so daran interessiert, macht's ruhig in Brehna. Wir profitieren mit an den Gewinnen, die die Firmen dann machen. Und im Grunde genommen sind wir der Auffassung, dann soll es irgendwo passieren. Hauptsache, es entstehen Arbeitsplätze und die Leute bekommen hier eine neue, gute Einkaufsmöglichkeit. Im Anschluss an die Vollversammlung wurde noch zum IHK-Sommerfest geladen, um sich bei den Prüfern, der Präsidentin und allen anderen ehrenamtlich Tätigen für die Unterstützung zu bedanken.